Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch die neue Version vom GIF Castle Friends Glitch zeigen. Diese Version, die geht wirklich sehr, sehr schnell und hat auch kaum Voraussetzungen. Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von meinem Freund. Euer Freund soll dann ein Fahrzeuglagerhaus besitzen. Ganz wichtig, ihr und euer Freund, ihr dürft nicht dasselbe Lagerhaus besitzen, ansonsten wird es leider nicht funktionieren. Und ja, in dem Fahrzeuglagerhaus soll dann mindestens ein Fahrzeug sich drin finden. Euer Freund sollte sich dann einmal als CEO registrieren und euch eine Einladung schicken. Geht dann einmal in sein ECO rein und dann begibt ihr euch einmal in das Auto von eurem Freund. Euer Freund wirft dann ein paar Haftbomben zu dem Garagentor, fahrt dann zur Garage hin und ungefähr so 4-5 Meter bevor ihr zum Garagentor hinfahrt, drückt euer Freund dann Steuerkreuz nach rechts, um die Haftbomben zu zünden. Euer Freund wird draufgehen und ihr seid somit schon verglitscht. Als nächstes einfach noch den AFC Bandito anfordern. Wenn wir dann drin sind, dann einfach wieder verlassen. Dann müsstet ihr jetzt blinkend spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Und dann begeben wir uns zum Nullpunkt. So, sind wir dann beim Nullpunkt angekommen, ganz einfach die MOC anfordern und entweder einen kostenlosen Energy oder ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt. Dann steigt ihr einmal mit eurem Freund ein in das Auto, euer Freund geht dann einmal ins Pausenmenü. Ihr fahrt dann mit dem Auto hinter der MOC, drückt dann einmal Steuerkreuz nach rechts, nimmt dann diese Meldung dann einmal an, wartet bis der Freund ausgestiegen ist. Ist der Freund dann ausgestiegen, fahrt ihr einfach ein paar Meter nach hinten, so dass ihr den blauen Kreis bekommt, wenn ihr aussteigt. Dann geht ihr einmal in die Franklin-Meldung rein für 2-3 Sekunden, geht dann aus der Meldung wieder raus, lauft dann hinter der MOC. Euer Freund stellt sich hinter der MOC, einfach auf alleine eintreten. In diesem Blackscreen einfach nochmal die Franklin-Meldung holen, Steuerkreuz nach unten und rechten Analogstick nach oben. Dann einfach auf Kreis drücken und dann werdet ihr jetzt unsichtbar auf der Map spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes noch in das Auto einsteigen und schon gehört das Auto euch. Und wenn ihr euch jetzt das nächste Auto ziehen wollt, dann ganz einfach wieder einen kostenlosen Elegy oder irgendein Auto aus der Garage anfordern, was ihr nicht mehr benötigt. Und dann einfach denselben Schritt dann nochmal wiederholen. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.